Das hätte ins Auge gehen können. Für meine Güte, hier sind. Oh, das sind mir zu viele Monster. Ja. Ui. Au. Och Gott, ich dachte, da lag ein Toter. Au! Oh! Was war das? Oh. Das war von diesem komischen. Ding. Ich hasse das. Kann doch nicht wahr sein. Ach, da hinten sind die roten Bäume. Ach, da stehen wieder so eine weißen Viecher rum. Ja, ja. Einfach weiterrennen. Gottchen. Zur Hölle mit euch! Ich bin schlecht! Hallo! Ich bin schlecht! Ich bin schlecht! Aber der eine hat Geld fallen gelassen. Das ist schön. Immerhin. Das war bestimmt mal ein Mensch wie wir. Stimmt, aber ja. Ah, hier kommst du nicht rein. Aber hier sind die auch nirgendwo. Das ist merkwürdig. Ja. Oh. Wen suchten sie denn? Ach, ja. Hallo. Hi. Ja, ich habe sie vorhin gesehen, wie sie mit dem Minenarbeiter in dem Dorf waren, was irgendwo da hinten liegt. Ja, er hat mir halt das gezeigt, weil er das gesehen hatte. Und ja, ich habe das dem Herrn Melvin gesagt und dass ich sie aus dem Loch kommen habe sehen. Und wir hatten mal nachgeguckt und jetzt beschleicht uns die Befürchtung, dass sie eventuell was mit diesen Monstern, die hier rumlaufen, zu tun haben. Weil da unten so eine Art Käfig war, wo die Monster drinne herausgekommen sind. Ja, aber ich bin nicht wirklich reingegangen, weil wir wissen ja selbst, dass ich kaum Schwertkünste habe. Also ich weiß das leider nicht. Ich habe das noch nicht beobachten können. Wissen Sie denn, wo der Herr Tobias sich aufhalten könnte? Er meinte gerade. Also er meinte gerade, dass er sich nochmal hinlegt. Wissen Sie vielleicht für wie lange? Hat er das vielleicht gesagt? Naja, aber ich denke mal so ein, zwei Tage oder sowas. Sind jetzt auch lange rumgelaufen oder so. Okay. Ja, dann müssen wir abwarten, bis er wieder auftaucht. Ja, toll, ich brauche noch dieses Marble-Zeug da. Ich brauche auch noch Steine zum Bauen. Ich habe mal eine Frage an Sie, Ike. Ja? Ich habe beim Rumlaufen oder beim Früchtesammeln habe ich immer wieder mal so Leute gesehen, die mit einem Schwert bzw. mit einem Bogen rumlaufen. Ja. Was? Ab und zu schießen die auf Tierchen oder nicht? Oder? Ich habe mit denen einmal was zu tun gehabt, da wollten die mich angreifen. Okay, also wissen Sie da auch nicht wirklich was Genaueres? Nein, zu mir gehören die leider nicht. Okay, schade. Dankeschön trotzdem. Nur bitte, bitte. Ja. Ja, es wird auch wieder Tag, das ist gut.
Ja, aber es regnet. Ja. Ich geh ins Leben. Na toll. Ich bräuchte vielleicht. Ja. Haben Sie schon den Ramon gesehen? Nach unserer gestrigen Pflanzensuchaktion nicht. Ach, wissen Sie eigentlich, was der Herr Seth uns gegeben hatte? Was hat er euch gegeben? Einmal das und dann noch einmal Essen gab's dazu. Ach hier. Es ist halt ein Rucksack. Okay. Und da habe ich schon ein bisschen was drinne an Essen. Das ist recht praktisch. Aber die Pflanzen zu suchen, das ist eine Qual. Ich war mit dem Herrn Ramon, ich glaube, 3 Tage unterwegs. Uff, 3 Tage? Ja. Braucht man für den bestimmte Sachen, oder? Er möchte 3 Sorten von Pflanzen haben, soweit ich weiß. Zurzeit habe ich 2 dabei. Einmal die hier. Dann die große? Ja, dann die anderen großen Pinken, die eine größere Blume, ein Blütenblatt oben haben. Und die großen, ja genau die hier, die der Melvin in der Hand hat. Mhm. Und dann noch die großen roten. Aber ich denke, okay. Ich denke mal, der Herr Seth wird Ihnen das selber sagen. Wo finde ich den? Ich kann sie gern hinbringen. Ja, bitte. Och, ich bin zu dick für die Tür. Hier steht er. Ach so. Ja. Ich geh ins Licht. Kann ich sie gerade sichtlich sehen von diesen grünen Dingern? Ja, aber. Ich sag mal, das hat die Natur an sich. Ja. Anscheinend braucht er keine mehr. Sicher? Zu mir hat er es zumindest gesagt. Haben Sie ihn mal mit der rechten Hand berührt? Ja. Dann gucken Sie mal in Ihre Taschen und schauen, ob Sie oben in dem Buch etwas drinne stehen haben. Ja, es ist der in diesem komischen, da wohl auch, wo man die Rüstung Zeugs bekommen hat. Da habe ich so ein Ding aufgenommen. Und da steht dann drinne, wie viel Pflanzen er braucht. Von dem steht da nichts drin. Also bei uns stand da gestern was drin. Eigentlich, schon. Ich unterbreche mal ganz kurz die Aufnahme. Wir müssen morgen gucken, mal. Warum. Ja, dann versuchen Sie morgen noch mal Ihr Glück. Vielleicht braucht er dann wieder Blumen. Vielleicht braucht er ja gerade keine. Hm. Vielleicht muss er sie auch erst nutzen.
Stimmt. Und verlangt dann wieder neue. Ja, ich probier's einfach morgen nochmal. Okay. Dieser elendige Regen. Tja, der kann schon nerven. Ich hab einen Helm auf, das reicht. Ich gehe dann nochmal nach Früchten suchen. Okay. Ja, viel Spaß. Dankeschön. Ja, aber sie war anscheinend nicht so wirklich daran beteiligt mit dieser Monstersache da unten. Nee, dann wird das wohl bei dem Herrn Tobias alles so. Aber mich verwundert's auch, dass er da unten in so einer Art Loch wohnt und seine Kisten hat. Normale Menschen leben ja in Häusern. Wollen wir mal gucken gehen, ob wir da vielleicht. Ich war vorhin schon drinne, wo ich nach den Zweien gesucht habe. Also, wir können gerne nochmal nachgucken, aber vorhin war keiner da. Also, wie ich, ich glaube, das war. Oh, jetzt lass mich nachdenken. Gestern. Ja, das war gestern. Hat er mir gesagt, dass er so einen komischen. Auch sowas Komisches gefunden hat. Genau das wie unterm Haus, nur kleiner. Okay. Der hat sich da irgendwie runtergegraben oder sowas. Aber sicher, dass es nur gefunden hat und nicht vielleicht sogar selber gebaut? Ich weiß es nicht, also weil, er hat einen direkten Weg dahin. Ja, wenn es ein direkter Weg ist, dann ist das schon seltsam. Ist genauso, warum hat er das dort da wieder zugebaut? Das stimmt. Also ich denke mal, er verheimlicht uns irgendwas. Ja, irgendwas ist daran faul. Den hab ich gerade bekommen. Von so einem Monster. Der stinkt doch bestimmt. Ich würde den nicht aufziehen. Nö, der riecht eigentlich sauber. Ich hab aber, wo ich mit dem Herrn Ramon unterwegs war, hab ich sogar eine kleine Statue von den grünen Monstern bekommen. Die ist dann kaputt gegangen. Wie eine Statue. Ja, da gab's so eine Art Trophäe, als ich den getötet hatte. Die hab ich dann hingesetzt, um die den Herrn Ramon zu zeigen, und dann konnten wir die nicht mehr wegmachen, dann ist sie kaputt gegangen. Ja, okay, ich glaube, wir gehen erstmal wieder zurück. Ja, es wird mir langsam ein bisschen zu nass und kalt hier draußen. Brauchst du Hilfe? Bitteschön. Seit wann sind hier so viele Tiere? Das frage ich mich auch. Ach, das sind diese komischen Menschen, von denen die Frau Sissy vorhin gesprochen hat. Ja. Die Tür ist offen. Okay. Hallo? Herrn Tobias? Den Weg da unten meine ich. Den? Ja. Oh, was ist das denn? Weiß nicht. Hat er aber nicht mitgenommen. Von wem kann ich mir eigentlich diese Fackeln holen? Ich glaube, das müsste entweder wirklich Tobias machen oder Lloyd, unser Schreiner. Okay, da werde ich mal, wenn ich sie antreffe, mal danach fragen. Guck, das hier. Genau hier. So ein Ding war doch vorhin auch unten in der Höhle. Oder in dem Ding, was wir gefunden haben. Warten Sie mal kurz, ich bin kurz in Gedanken.
Entschuldigung, ich war kurz weg. Ja, kein Problem. Das sieht schon merkwürdig aus mit den Fackeln hier drum. Ja, Tatsache. Sieht sehr merkwürdig aus. Sie suchen doch Marble. Hier sind 4 Marblesteine drin. Da. Ach, hier. Marble. Tatsache. Ey, was ist das denn? Wie? Hier ist eine Schaltplatte drin und irgendwas Leuchtendes. Wie kommt denn die hier hin? Ob er damit die Monster beruhigt? Mit Musik? Ich weiß es nicht. Das ist mir alles... Das kommt mir alles sehr seltsam vor. Ja, aber dass er das... Der hat halt auch genau... Auch hier sein kleines... Ja, Häuschen kann man das nicht nennen, aber Unterschlupf. Ja, und das ist wirklich, genau hier. Wirklich seltsam. Und wenn er sagt, das ist sein Haus, dann möchte er aber bestimmt nicht, dass Fremde hier reingehen und das sehen. Sehen Sie das da oben? Da geht's noch weiter. Ja, das sieht aber aus wie ein ganz normales Loch. Ich hab ja die Schaufel dabei, ich kann ja mal ganz kurz gucken. Passen Sie auf, ne? Ja, ich werd aufpassen. Ich glaub, da oben war mal was, aber das ist kaputt alles. Ah. Oh. Als ob da so eine Knallviecher explodiert sind. Okay. Ja, das ist äußerst komisch. Das ist auch diese Lava. Aber ich frag mich gerade ernsthaft, warum nimmt er dieses Erzgestein nicht mit? Weiß ich nicht, der hat auch vieles liegen lassen auf dem Weg. Ja, das ist sehr, sehr seltsam. Ja, er kommt mir irgendwie... Er kommt mir seltsam vor, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Das da oben zum Beispiel, das hat er auch nicht mitgenommen. Vielleicht hat er gezielt was gesucht. Ja, und ich bin der Meinung, dass es das hier ist. Weil hier hat er ja auch noch so ein Zeug an den Wänden gelassen. Stehen Sie nicht für die Sicherheit? Ja, da müsste ich den Herrn Tobias halt mal antreffen, damit ich ihn aushorchen kann. Ich habe aber noch nicht mal ein Haus, wo ich ihn einsperren könnte. Ich glaube nicht, dass Einsperren die beste Idee ist für den Anfang. Wenn er was damit zu tun hat und die Monster unter seiner Kontrolle stehen, dann schon. Ja, aber vielleicht sollten Sie erstmal, naja, Sie wissen, so ein bisschen hinterfragen, so ein bisschen fragen. Ja, dann muss ich warten, bis er wieder aufwachen tut. Bestimmt bald. Ja, na gut, ich werde mich jetzt aber auch erstmal hinlegen gehen und meine Sachen abtrocknen. Alles klar. Gute Nacht. Gute Nacht. So, das war's. Mal schauen, wohin sich das alles noch entwickelt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.